Ich bin DAZ-Kursleiterin. Das bedeutet, dass ich Deutsch für Migrantinnen unterrichte. Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Vor- und Nachbereitung und Abhaltung von Deutschkursen. Ich erstelle auch Material. Ich recherchiere zu neuen Medien, zu Unterrichtsmethoden und Strategien. Ich bin außerdem Anlaufstelle für meine Kursteilnehmerinnen. Bei Fragen können sie immer zu mir kommen und ich bemühe mich, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Mein Arbeitsalltag ist, wie gesagt, nie langweilig, aber es gibt so drei Hauptphasen. Die Vorbereitungsphase, der Unterricht und die Nachbereitungsphase. In der Kursvorbereitung überlege ich, was meine Kursteilnehmerinnen brauchen, welche Methoden und Aktivitäten ich im Unterricht einsetzen werde. Im Unterricht ist es mir besonders wichtig, dass wir das machen, was für die Kursteilnehmerinnen relevant ist. Das heißt, wir lernen, wie man einen Kaffee bestellt, wie man Formulare ausfüllt, was bei einer Wohnungssuche sehr wichtig ist. Und ja, Prüfungsvorbereitung ist eigentlich auch ein Riesenthema zurzeit. In der Nachbereitungsphase dokumentiere ich alles, was wir im Unterricht gemacht haben. Ich korrigiere Texte, Hausaufgaben und ich gebe den Teilnehmerinnen Feedback zu ihrem Lernprozess. Die Evaluation ist auch ein Teil dieser Phase. Zu sehen, dass meine Kursteilnehmerinnen von ihnen zu strahlen beginnen, wenn ich etwas gut erklärt habe und sie es wirklich gut verstanden haben, wenn sie Spaß am Unterricht haben und wenn sie gute Fortschritte beim Lernen machen. Und besonders, wenn sie eine Alltagssituation, die für sie herausfordernd ist, so wirklich alleine sprachlich bewältigen können. Das ist das Beste an meinem Job und das ist meine größte Motivation.